Hallo, in eigener Sache, unsere Akademie bildet euch in den Prüfungsvorbereitungen Basis- und Handlungsqualifikation für die Industriemeister aus und bei Bedarf klickt ruhig auf die Seite, dort werden alle wichtigen Dinge duell gehalten. Heute besprechen wir die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung aus dem Fach NTG aus dem Jahre 2012, und zwar dem Frühjahr. Besprochen wird die Aufgabe Nummer 4. Bei der Aufgabe Nummer 4 geht es um eine Rohrleitung, deren Durchmesser gegeben ist. Wir werden uns eine kleine Skizze anfertigen, die uns den Sachverhalt vielleicht verdeutlicht. Gegeben ist ein Durchmesser mit 200 mm Durchmesser. Dieser Durchmesser beträgt 200 mm und durch diesen Durchmesser hindurch fließt ein Volumenstrom von 360.000 Litern pro Stunde. Ein Volumen pro Zeiteinheit bezeichnen wir als Volumenstrom und kennzeichnen ihn mit einem Punkt, der für die Zeitabhängigkeit